Poppy Playtime Chapter 3 Deep Sleep steht unmittelbar vor der Tür. Im Trailer ist viel passiert und wir analysieren heute genau, was hier los war. Freut euch auf einen tieferen Einblick in den Gameplay-Trailer, Catnap und seinen Freunden. Bevor wir aber hier loslegen, haut den Like-Button ordentlich weg und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr Poppy Playtime-Content. Der Trailer beginnt mit einer Hand, die uns nacheinander Bilder zeigt, die auf den ersten Blick nicht viel zu sagen haben. Sie verstecken aber etwas, das für uns ein wichtiger Punkt werden wird. Auf Bild 1 haben wir einen Schlafraum, Mitarbeiter der Playtime Co., die Gasmasken tragen und sich die Kinder genauer anschauen. Die Kinder sind hier nicht identifizierbar, alle Gesichter wurden mit einem Marker unkenntlich gemacht. Was hier aber jetzt direkt auffällt, ist, dass es 12 Kinder sind, die in diesem Raum liegen. Ob sie leben oder nicht, ist unerkenntlich. Wenn wir uns an den Ark zurückerinnern, wissen wir, dass es 12 potenzielle Kandidaten für die Experimente der Bigger Body Initiative gab, wobei man jetzt nicht sagen kann, wer genau für welches Experiment genutzt wurde, außer bei einem. Theodore Gramble. Hier wissen wir, dass er Catnap zum Leben erweckt hat. Im nächsten Bild sind 4 Kinder, wieder die Gesichter mit einem Marker unkenntlich gemacht. Sehr wahrscheinlich Waisenkinder der Home Sweet Home, die für Experimente genutzt wurden. Wer sind diese Kinder aber? Wir haben hier leider keinen richtigen Anhaltspunkt, um sie zu identifizieren, was wir aber wahrscheinlich im Laufe des Spiels erfahren werden. Bild 3 und somit das Interessanteste. Im Anhang haben wir das Bigger Body Experiment 1188, was wir schon seit längerem als Catnap vermuten. Wir bekommen einen kleinen Einblick in die Vorgehensweise der Bigger Body Initiative. Hier wird davon gesprochen, dass der Hirnstamm vom Rückenmark nicht schnell abgekoppelt werden darf, um einen Nervenkollaps zu verhindern. Die Bigger Body übernehmen hier also auch die Gefühle der jeweiligen Kinder. Außerdem spricht man hier von einer vorgesehenen Rolle für Experiment 1188 in Home Sweet Home. Da man nach dem letzten Bild eine Silhouette von Catnap an der Wand sieht, bin ich mir sicher, dass das Kind auf dem Bild Theodore war. Im nächsten Shot haben wir so etwas wie einen kleinen Campus der Playcare. Hier wird in einem Voice-Over davon gesprochen, dass es das hauseigene Waisenhaus von Playtime Co. ist. Es ist aber nicht nur ein Waisenhaus, sondern auch eine Schule, ein Spielhaus, ein Ort der Zugehörigkeit. Neben all den Häusern haben wir in der Mitte alle Smiling Critters als Statuen stehen. Allgemein ist dieser Ort so realistisch wie möglich gehalten, um den Kindern die Wirklichkeit vorzuspielen. Zwischen der Schule und Home Sweet Home ist eine Art Podest, von dem man die Kinder wahrscheinlich beobachtet hat. Ein Wegweiser zeigt uns hier alle Gebäude noch einmal genau und wie man wohin kommt. Sie werden hier auch etwas beschrieben. Playhouse, eine Art Zirkus, wurde nur gebaut, damit die Kinder in ihrer Freizeit etwas Erholung finden können. Der Toy Store, hier bekommt jedes Kind ein Spielzeug, denn alle Kinder sollten ein Spielzeug haben. Das Rathaus, der beste Ort, um Hilfe zu finden. Die Schule, der Ort, an dem alle Kinder der Playcare zusammenkommen, um gemeinsam zu lernen. In den Schulräumen haben wir einen Fernseher, der höchstwahrscheinlich für Trainingsvideos genutzt wurde, wie zum Beispiel für das Scrap Pack. Wir sehen hier auch wieder ein Bild von Dog Day, Huggy Wuggy, Boxy Boo, Mummy Longlegs und Kissen von den jeweiligen Maskottchen. Home Sweet Home, ein Ort zum Ausruhen nach einem langen Tag des Lernens und Spielens. Hier finden wir mehrere Bilder an den Wänden. Catnap, Kickin' Chicken und Bilder von Kindern der Home Sweet Home. Der große Mond, was Catnaps Anhänger ist, fällt hier sehr auf. Für mich ein Zeichen, dass Catnap hier eine wichtige Rolle hat. Die Tür mit der Sonne sieht etwas aus wie eine Zellentür, aber dazu später mehr. Auf einer alten VHS-Aufnahme sehen wir einen Teil des Spielhauses, eine Art Labyrinth, in dem wahrscheinlich einer der Mitarbeiter verfolgt wird. Roter Rauch steigt auf und Catnap nimmt Verfolgung auf. Er sucht regelrecht nach seiner Beute. Wir müssen hier definitiv aus diesem Labyrinth entkommen. Wir werden hier aber nicht nur von Catnap, sondern auch von Dog Day verfolgt. Man sieht hier auch direkt, dass die Critters größer und kleiner werden können, denn im ersten Gameplay-Trailer haben wir Dog Day in einer größeren Form gesehen. Bobby Bearhugs Statue scheint es mit ihren Augen regelrecht zu verfolgen, als ob sie uns beobachten würde. Unser Grab Pack bekommt diesmal mehr wie eine neue Mechanik. Wir finden eine Art Leuchtfeuerpistole in der Form einer Hand, die wir mit dem Grab Pack nutzen können, um Catnap, Dog Day und wahrscheinlich auch die anderen Critters zu verscheuchen. Sie scheinen eine Art Angst davor zu haben. Diese Hand können wir aber nur begrenzt einsetzen, da sie nur 5 Schuss geladen hat. Sie muss daher also mit Bedacht genutzt werden. Unsere grüne Hand, die wir in Chapter 2 bekommen haben, kommt auch hier wieder zum Einsatz. Viel wichtiger ist aber hier die neue lila Hand, die wir mit einem lila Pad zum Springen nutzen können. Wir bekommen eine Art Scope für unsere blaue Hand, damit wir genauer schießen können. Wahrscheinlich dient das Ganze nur für gewisse Rätsel. Das Chapter dreht sich hier sehr um die Smiling Critters, gerade um Catnap. In einem Voice-Over von einem unbekannten Kind bekommen wir mehr Informationen über ihn. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Lake here is his church, his hunting ground, whatever he wants it to be. Catnap wird als Jäger beschrieben, der nur darauf wartet, seine Beute in seinen verletzlichsten Momenten zu töten. Jeder Schatten und jedes flackernde Licht ist ein Versteck, das man nutzen sollte, um Catnap zu entkommen. Eine kleine Demonstration seiner Fähigkeiten bekommen wir hier auch zu sehen.
rotes Gas, was hinter einem auftaucht. Catnap, der seiner Beute auf der Spur ist, hungrig nach Fleisch. Catnap meidet dabei größtenteils das Licht, das wir aus unserer Flaregun schießen können. Aber nicht nur Catnap meidet es, auch Dog Day flieht vor Licht. Die Critters sind also alles Lauerjäger, die lange warten können, bis sie angreifen. Dog Day sieht man hier nicht allzu lang. Was aber direkt auffällt, ist, dass er in seiner Plüschform hinter uns her ist. Er kann sich also in seiner Größe verändern. Eine Tür in Home Sweet Home trägt eine Sonne, was Dog Days Anhänger und Markenzeichen ist. Da wir Gitterstäbe links und rechts sehen, kommt der Gedanke nahe, dass wir hier eine Zelle haben, in der wir Dog Day wahrscheinlich das erste Mal begegnen. Denken wir mal an den ersten Trailer zurück. Da sehen wir Dog Day, wie er in einer Zelle hängt. Wobei wahrscheinlich dieser Raum diese Zelle sein könnte. Huggy Wuggy sieht hier viel verzerrter aus, dämonischer und viel wütender als in Chapter 1. Ist das aber hier nun wirklich Huggy Wuggy? Es gibt hier ein bis zwei Punkte, die mir Fragen in den Kopf schießen lassen. Huggy ist hier sehr verzerrt, mehr wie ein Albtraum, den man durch das Playtime-Gas bekommt. Er sieht mehr aus wie eine Halluzination. Seine Hände sind hier auch sehr anders. Normal sind seine Mittel- und Ringfinger zusammen, was hier nicht der Fall ist. Er hat richtige Hände. Seine Füße sind auch anders. Das Einzige, was gleich ist, ist die Chase-Sequenz. Huggy kommt hier wirklich sehr albtraumhaft rüber, was den Entschluss näher bringt, dass er eine Halluzination des Playtime-Gasts sein könnte. Wir bekommen hier auch einen weiteren unbekannten Charakter zu sich, der mehr wie ein Mensch aussieht. Niemand der aktuellen Charakter würde auf diese Silhouette passen, außer eine. Poppy. Schauen wir genauer hin, sehen wir, dass diese dunkle Silhouette Haare hat und einen menschlich geformten Körper. Poppy ist hier natürlich nur eine Theorie, doch sie könnte genau wie die anderen Bigger Bodies auch eine größere Form haben. Wer dieser Charakter genau ist, kann man leider bis jetzt noch nicht sagen. Das werden wir wohl im Laufe des Spiels aufdecken. Das rote VHS-Tape scheint eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen, denn auf diesem Tape steht The Hour of Joy. Bevor wir dieses Tape aber gezeigt bekommen, sagt Poppy uns: I wanna know what happened. Why? This is your answer. Das Tape ist unsere Antwort. Werden wir hier also das erste Mal sehen, was genau passiert ist? Wieso all das geschehen ist? Es liegt natürlich auch nahe, dass wir vielleicht das erste Mal den Prototypen zu Gesicht bekommen werden. Ob das Ganze so kommt, ist natürlich jetzt noch nicht ganz klar, aber unsere Antwort liegt auf diesem Tape, direkt vor uns. Bevor wir Catnap zu sehen bekommen, wird ein weiteres Voice-Over eingespielt. All that awaits you are incomprehensible horrors. Smiling mouths full of teeth and meat in plastic. This world is theirs now. Welcome home. Seinen Worten zufolge haben die Bigger Bodies alles übernommen und dies zu ihrer Welt gemacht. Monster mit lächelnden Mündern, voller Zähne, mit Fleisch und Plastik. Welcome home. Damit sind wir mit dem Trailer auch komplett fertig. Sollte ich irgendetwas übersehen haben, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Habt ihr schon Theorien zu dem Trailer und seinen Geschehnissen? Dann ab in die Kommentare damit. Danke fürs Reinschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye.